Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Makedonien. Und ja, an sich könnten wir hier schon so weit spielen, dass wir die Weltherrschaft anstreben, weil wir sind ja schon groß genug, ne? Genau, jetzt gibt es eigentlich nur noch Massilia, die wirklich gut sind, und Kanuten. Aber Kanuten ist eigentlich winzig. Die Gallische Konföderation, mal schauen, ob wir die in Ruhe lassen. Genau, die makedonischen Abtrünnigen. Da müssen wir mal schauen. Gut, letzte Folge haben wir die Rache Alexanders verloren. Die muss jetzt mal ein bisschen verdauen. So, und hier drüben gibt es Darius Untergang. Der galoppiert mal nach da. Und der geht jetzt mal nach da. Nach Bam. Shazam. Und der. Geht mal nach da. Also, ich könnte zwar Agor einnehmen, aber ich will seine Armee zum Kampf herausfordern. Weil das ist extrem important jetzt. So, was machen denn meine ganzen Schiffe hier? Die können mal Richtung Osten ziehen. Die sind im Osten, die können mal Richtung Westen ziehen. Und Spanien dann angreifen. So, dann hier ist meine Kavallerie-Armee. Das ist ein Admiral. Das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, dass die Rache Alexanders eine komplette Kavallerie-Einheit wird. Oder Kavallerie-Armee. So, der ist schon 53. Oh, das geht noch. Geheime Aktion bist du nicht. Du bist General. So. Dann gehe ich mal wieder zurück. Du bist eine feindliche Armee. So, so. Das ist interessant. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Ich kann noch eine Spione machen. Das da mache ich dann hier. Sogar einen Helden. Also, der hat schon eine. Die beiden haben schon eine. Die hat schon eine. Linke Faust. Alexander. Ja. Mache ich auch automatisch. Plünder mache ich jetzt mal nicht, weil ich will nicht, dass die öffentliche Ordnung so darunter leidet. Und ich brauche ja eigentlich kein Geld. Also das ist ja alles schön und gut. So. So, dann switch ich mal durch die ganzen Leute durch. Genau, ich hoffe, dass ihr gute Dinge seid während der Corona-Krise, dass ihr kein Problem habt. Also Richtung Krankheit schauend und panisch werdet, weil ihr mal drin bleibt. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber spazieren gehen und so weiter kann man ja, beziehungsweise draußen joggen gehen und so, das kann man ja alles noch. So. Genau, du und dich brauchen wir gerade nicht. Wir können mal schauen, dass wir hier
Minus 150. Hier bin ich also. Sprecht und seht zu, dass ich Satrapie von denen. Da bin ich mal. Aber versucht nicht, mich zu umgarnen, zu beschwatzen oder zu bedrängen. Das ist eben blöd, weil ich greife ja nicht die an, sondern ich greife die an. Aber ja, ist denen wahrscheinlich egal. Okay, die ganzen Nordischen, der mag mich auch nicht. Na gut. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Und verbünden mit Feiglingen wie euch, mein... Dann Krieg erklären. Ach, verdammt. Verbleibende Runden 2. Nabatea. Mit der Zeit fangen zwei Dinge an zu stehen. Der Gegenangebot. Dies sei der rechte Zeitpunkt für einen gegen Angriff Saba. Auf diese Halung. Seid ihr bereit, ihn auszuführen? Ah, eine Unklinie. Gegen Saba habe ich eigentlich nichts. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Aber nicht Angriffspakt nicht und Handel habe ich mit dem. Oder zu bedrängen. Bei Midras. Wollen der hat auch Krieg gegen römischen. Gegen die Abtrünnigen hier. Was eigentlich sehr gut ist. So, warte, ich gehe mal einfach weiter. Der hat keinen Agenten dabei. Er bekommt jetzt mal einen. Kriegsgefangene. Naja. Gut, der hat auch keinen. Der bekommt einen Agenten. So, sorry, wurde gerade unterbrochen. So, der bekommt jetzt auch einen Adeligen. Das ist natürlich super. Das ist natürlich auch gut, warte, das ist ein, okay, der hat noch nichts, aber der wird dann ein Autoritätstyp. Genau. Genau, so, super. Was gibt's denn noch zu tun? Hier schaue ich mal nach unten. Okay, das ist ziemlich leer da. Der bleibt da. Der geht mal in Gewalt. Wieso kann der nicht Gewalt marschieren? So idiot. Also. Ich will ja auch den da. Achso. Ja, war es schon. Ne? Aber ich check wirklich nicht, warum der nicht marschieren kann. Das ist so idiot. Naja, egal. Gut. So. Nochmal durch. Hey, da. Das da. Das da, das da, das da. Das da. Das da. Oder habe ich den schon? Den habe ich schon. Dann mache ich ihn ein Schild machen. Ja, Schildmacher habe ich auch schon. Sogar zweimal. Nee, einmal. Okay, egal. Gut. Dann ist alles fertig. Gehört alles mir, bis auf da unten, ist in Ordnung. Da mache ich hier einen Peller, ist sowieso schon. Dann mache ich hier auch Loyalität. Sehr schön. Beenden. So.
Bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Wir greifen euch des Nachts an und nichts wird überleben. Nicht eine Kreatur. So führen wir Krieg. Die sind auch mitgekommen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieso sollte er das gewinnen? Also die machen sehr schönen Schaden. Also, ja, kommt drauf an, ob ich eine Gasse finde oder nicht. Wenn ich eine Gasse finde, wie hier zum Beispiel. Also der General geht einfach hier so von uns rein. Befehl verstanden. So, dann hier eine Einheit. Die ist so dumm zum Scheißen. Entschuldigung. Da ist so. So, hier eine Einheit und die da schon mal dazu. So. Meine Idee ist, wenn ich hier komplett mich aufstelle, dass er dann komplett hier reingeht. Mal schauen, ob er das macht. Unser General wird angegriffen. Wenn ja, ist es gut. Bürgerwehr. Sieht sogar so aus. Mir nach! Mir nach! Alles marschieren! Schnell! So. Obliegen! Mach das so. Steinschleuderer! Die gehen nach da. Und ich halte von hinten auch an. Die freien Herbanner haben halt dann so einen blöden, nervigen Charge, ne? Damit sehr, sehr viel Fernkampf. Okay. Wow. Wow. Das ist ja natürlich mal richtig gut. Die Makedonier sind bereit! Steinschleuderer! Volle Kanne auf den General auch. Oder hier rein. Dann macht er, glaube ich, mehr Schaden. Ja, jetzt kann er auch auf den General gehen. Wie sich der General so vorschiebt. Entschuldigung. Möge Hades sich unsere Feinde holen. Na, komm. Männer wanken.
Schon ein bisschen schlechter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nein, Schleuderer! Bin mal gespannt. Das noch funktioniert. Vor allem, wie viel Schaden die beiden machen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also solange der aushält, können die sehr gut arbeiten. Aber sobald der einbricht, dann wird es interessant. Was macht die denn? Sowas nicht. Ja, das hat jetzt eine Salve gekostet. Stellt euch da hin und ballert. Was soll denn das? Wenn ich eher wegen euch jetzt verliere, dann hau ich euch. Stolze Söhne Makedoniens! Na, lange halten die nicht mehr aus. Ich verliere! Feindliche General ist. Ja, das ist jetzt gut. Dass der feindliche General gestorben ist. Geschosse bereit zum Einsatz. Okay, das ist auch sehr gut. Nein, Schleuderer! Greift an! Söhne des Aales! General! Obliegen bereit! Ja, die bleiben einfach so. Okay, gut. Ich glaube, das... Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Puh. Aber knapp. Also gut, dass die da noch ausgehalten haben. Ja, 180 und 130 ist gut. Aber wenn der zusammengebrochen wäre, dann hätte ich nicht mehr gewonnen. Lass ich mal frei. Stimmt, jetzt kann ich endlich angreifen. Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit. Ja, für euch ist die Chance. Nö. Da könnte ich vielleicht gewinnen. Aber wie weit fährst du? Lieber weiter als zu nah. Wie? Es steckt du. Ja. Dann ist das Ganze schon ein bisschen sicherer. Dass er mich jetzt nicht angreift. So. Ja, hier natürlich Gucci. Sehr gut. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Auch und natürlich, ne? Aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm, weil jetzt ist er gepinnt und jetzt kann ich ihn angreifen und er kann nicht fliehen. Das ist sogar sehr gut.
Weil ich hätte natürlich in der Reichweite bleiben können. Von der Stadt. Nun gut. Die Kanuten. Stimmt, mit denen bin ich ja jetzt auch nicht mehr ganz so dürfte. Ey. Natürlich hat sie jemand verführt hier. Was macht die denn da? Der hat doch niemand. Warum konnte der gerade an meiner Armee vorbei? Das ist natürlich ein bisschen negativ. Rang erhöht. Siedlung wird belagert. Umsturz. Unter Sklaven sabotiert. Militärische Informationen. Ja, okay, das ist in Ordnung. Kind geboren, sehr schön. Militärstörung. Warte. Zweimal. Warte mal. Hier hat sich eine aufgelöst. Und. Da kann sich doch keiner auflösen. Ich habe nur einen General. Naja. So, sehr schön. Dann gib mal alle ab. Fupp. Du bleibst mal hier. Hier werden jetzt auch alle ausgebildet. Sehr schön. Gut. Hier hat sich hier jemand gedacht, so ja. Die Kelten, die haben ein Argument, weil aus Gründen. So. Du. Was machst denn du? Du könntest nach unten gehen, bevor es der Athena macht. Wie viel? 60, 70. Da spiele ich dann. Der hatte sehr viele Kavallerie. So, an seiner Stelle würde ich jetzt rausgehen, aber du dann nicht. So, trocken. Aufstellung starten. Sehr gut. Das ist ein geiler General. Sehr gut. Warte, die gehen nach da. Die Hopliken gehen nach da. Die Schwertkämpfer gehen nach da. Die Bogenschützen haben alle sehr viel Freiraum. Sehr schön. Die Kavallerie geht nach da. Der General geht. Sehr schön. So. Zack. 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 Die und Badum. So. Ja, hier wäre es sogar cooler gewesen, das kann ich ja noch wechseln. Hier sind die ganzen Kavallerieeinheiten und Speere sind nun mal besser gegen Kavallerie. Leichte Hopliten. Der hat sich interessant aufgestellt. Nicht gut, aber er hat sich interessant aufgestellt. Vorstellen. Schnell vorrücken! Obliegen bereit! Schnell! So.
Kontinentmannschaft die Geniere! Schnell! Bereit, loszureiten! Das ist halt auch der Vorteil an am Bogenschützen, ne? Die können halt über Gebäude schießen, was sehr schön ist. Horus-Speere, die nerven. Kraftkonzentration war fast nochmal. Der Angriff wird verstärkt. Aber die können eigentlich hier direkt hinstellen. Bitte alle rennen. Nein. Ach Gott. General Taxiatus. Kleine Mannschaft, die Geniere. Und jetzt langsam wieder vor. Befehl verstanden. Thessalische Kavallerie. Obliegen bereit. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. So, die haben wir auch sehr schön geworfen. Söhne des Ares! Hetairenreiterei! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! General! Aufblieben! Befehle? Gudas! Den hab ich jetzt voll vergessen, ja. Scheiße. Das ist der jetzt richtig dämlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warum ist er hier stehen geblieben? Unser General ist gefallen! Natürlich ist der General jetzt geschehen. Oh, es ist einfach herrlich. Es ist richtig herrlich. Der General ist immer so eine Nudel bei mir. Das ist echt krass. Männer wanken. Das ist richtig heftig. Immer. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Hades Kanmar, Kommandant. Hetairenreiterei. War natürlich nicht optimal von mir. Also optimal, also es war schlecht von mir. Aber dass der General halt wieder 2 Sekunden im Gefecht ist und dann schon wieder stirbt. Also
Komm mal. Vor allem so ein guter General. Also der hatte ja... Der hatte so viel. Der war richtig stark. Naja, egal. Das Spiel ja auch sehr schwer. Haben die wahrscheinlich irgendwie blöde Boni auf das Töten irgendwelcher Generäle. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Weil so wie das immer läuft, ist. Naja, egal. Hauptsache meine Bogenschützen sind gut. So. Geschosse bereit zum Einsatz. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Und wieder aus. Verstanden! Zu Befehl! Schnell vorrücken! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Thessalische Kavallerie! Sehr gut. War auf jeden Fall sehr schön, ne? Er war echt 2 Sekunden der blöde General, Mann. Ist wahrscheinlich vor Schrecke vom Pferd gefallen hier. Aber der hätte sowieso nicht mehr lange edler Tod angeschaltet. Hätte wahrscheinlich eh nicht mehr lange überlebt. Weil der war ja schon richtig krass. Der war richtig heftig. Das ist natürlich gut. Das ist auch schön. Korruption ist nicht ganz so gut, aber okay. Loyalität. Gravitas plus Gravitas minus Autorität. Loyalität. Ich glaube, ich nehme den. Alexander Stolz braucht einen guten General. So. Muss ich mal schauen, wie alt der gewesen ist. Ups. So. Gut. Jetzt mache ich aber Schluss. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt einmal. We'll be right back.